Hallo Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge von Scoutcraft. Heute mal wieder von draußen, bei richtig geilem Wetter. Und heute geht's weiter mit einem Video zu eurer Zunder. Und diesmal teste ich Alkohol oder sonstige Flüssigbrennstoffe als Zunder. Also, wenn ihr sehen wollt, ob das Ganze funktioniert und welchen Sinn ich mir dahinter ausgedacht habe, bleibt dran. Auf geht's. Ja Freunde, immer wenn ihr draußen in der Natur ein Feuer anmachen wollt, ist wichtig, dass ihr auf einige Sachen achtet. Zum einen, damit das Feuer eben auch gut brennt, und zum anderen, dass ihr die Sicherheit hier draußen vom Wald nicht gefährdet. Dafür habe ich mir jetzt ein bisschen Platz geschaffen. Holz weggeräumt, Blätter. Zudem hat es die Tage geregnet, deswegen will ich auch nicht, dass die Feuchtigkeit rankommt ins Feuer. Und somit eben das Feuer von der Feuchtigkeit zu schützen, habe ich mir jetzt einfach aus den Holzstücken, die wir letztens gespalten haben mit der Hukari, einfach kleine Scheibchen rausgespalten mit dem Messer und die als Unterlage einfach genutzt, um somit das Feuer eben von der Feuchtigkeit zu schützen, die von unten aus dem Boden eventuell kommt. Also, Feuer von der Feuchtigkeit oder vor der Feuchtigkeit schützen und die Umgebung sichern, damit der Wald nicht brennt. Hier hat es jetzt geregnet, heißt es ist alles nass, das heißt hier ist es eher wichtig, das Feuer vor der Feuchtigkeit zu schützen. Also, auf geht's. So, ich habe mir jetzt einfach mal meinen Trank hier genommen, da ist noch ein bisschen Ethanol drin, also ein bisschen Brennalkohol. Und ja, wie kriege ich jetzt damit mein Holz zu brennen? Wie ihr ja letzte Woche gesehen habt, gibt es ja die Möglichkeit, die Feathersticks zu machen. Und es klappt halt nicht immer. Es ist schon echt schwierig und gerade für die Anfänger ist es sehr schwierig, diese ganz, ganz feinen Locken hinzukriegen, die man dann direkt mit dem Feuerstahl entzündet kriegt. Deswegen, falls ihr jetzt in der einen Trank gehabt oder ähnliches, nehmt ruhig mal den Alkohol, probiert's aus. Der fängt ja relativ schnell in Funken durch die Dämpfe, die aufsteigen, weil der Alkohol relativ schnell verdampft. Kennt ihr ja, dass sich irgendwann das Ganze verflüchtigt, auch beim Feuerzeug oder ähnlichem, beim Zippo zum Beispiel. Deswegen kann man sich jetzt das Ganze zu Nutzen machen. Und in der Survival-Situation ist Alkohol für uns ja sowieso tabu, da es im Körper letztendlich auf Dauer nur noch mehr Wasser entzieht. Und ja, ist einfach keine Alternative. Alkohol wegkippen, nie trinken, Leute. Deswegen habe ich jetzt etwas Hochprozentiges, einen Schnaps, wie auch immer. Kann ich das Ganze nutzen, warum auch nicht, wenn ich es schon habe. Flexibel sein draußen in der Natur, darauf kommt es an. Deswegen nutzt das Ganze und ich probiere damit jetzt mein Feuer anzukriegen. Also, ab geht's. So, das soll es auch schon gewesen sein. Ich zeige euch mal kurz, was ich jetzt alles gemacht habe. Ich habe also hier ein paar Feathersticks gemacht. Diesmal auch nicht alle auf dem Stock, sondern ein paar einfach runtergeschnitten, um sie einfach oben drauf zu legen. Das klappt auch eigentlich relativ gut. Das Ganze hier.
So ihr Lieben, es hat schon gebrannt, Kamera ist leider ausgegangen. Ja, ist im Moment irgendwas nicht am Schwimmen mit der Kamera. Ich versuche es jetzt einfach nochmal. Zeige ich jetzt aber nicht nochmal, wie man das Ganze macht, sondern schalte ich einfach dazu, wenn das Ganze dann vernünftig brennt oder wenn wir davor sind, es zu entzünden. Also, auf geht's. So ihr Lieben, da sind wir wieder. Ich habe das Ganze jetzt wieder ein bisschen vorbereitet, ein paar Locken gemacht. Jetzt brauchen wir natürlich wieder ein bisschen Spiritus. Dafür wieder tragen wir einfach kurz auf den Kopf. Dann sammelt sich ein bisschen was oder bleibt ein bisschen was in der Kappe übrig. Genau, seht ihr hier ein paar Tropfen hier unten. Die kommen jetzt einfach wieder hier drauf. Jetzt heißt es schnell sein. Da ja, das Ganze relativ schnell sich verflüchtigt. Falls hier noch was übrig ist, genau hier jetzt auch noch ein bisschen. Einfach drauf. Kann nicht schaden. So feuchter das Holz, desto mehr solltet ihr natürlich nehmen. Und genau. Wie der Mike schon sagte, einfach lieber mal ein bisschen wegziehen. Den Striker, beziehungsweise das Messer festhalten. Und den Feuerstahl ruhig mal wegziehen. Somit ist das Ganze eben fixiert. Und man schlägt sich nicht sein Zundernest wieder auf. So, da brennt es auch schon. Jetzt heißt es, das Ganze übernehmen. Also einfach ein bisschen zusammen machen. Kleine Ästchen drauf. Holz ist ja Gott sei Dank wunderbar trocken. Und zwar nicht überlasten. Einfach immer ein bisschen nachlegen. Einfach dann denken, dass das Feuer noch Sauerstoff braucht. Und dann passt das. Können wir schon ein bisschen größere drauflegen. Ihr seht, funktioniert super. Einfach ein bisschen Alkohol als Zunder.